Len Roy Thomas ist eine gewaltige Kante, der schon einige überraschende Erfolge einfahren konnte. Zuletzt fegte er in Hamburg den Brasilianer Fernando Rodrigo Simoes de Almeida aus dem Ring. Heute will er sich den schlagstarken Argentinier Marcos Antonio Ahumada vorknöpfen, der es nach Jahren im Cruisergewicht nochmals im Schwergewicht probieren möchte. Versuch Nummer 1 ging gewaltig schief gegen José Ángel Arduet aus Kuba. K.O.-Niederlage in Runde 1. Also gegen diesen gewaltigen Lenroy TNT Thomas aus Jamaika. Ja, seit neuestem das Bridger-Gewicht liegt zwischen Cruiser und Schwergewicht. Wäre vielleicht eine Gewichtsklasse für den Marcos Ahumada. Ja, hart schlagen kann er. Aber so ein Apparat wie den Lenroy Thomas, den muss man immer wegpacken. Acht Runden sind vorgesehen. Ja. Na, so hat er dann gegen Laduet auch angefangen. Hat am Anfang mal ein paar ganz gute Schläge verteilt. Auch eins war mal gut durchgekommen und dann hat es zack gemacht. Und das war's dann. Und nach Belieben. Man hat immer eine K.O.-Quote von über 50% der Ahumada. Da sind sie mit den Köpfen mal aneinander geraten. Cut, nee. Also von hier aus nicht zu sehen. Kann weitergehen. 21 Siege, 16 Mal vorzeitig, ist nicht schlecht. 10 Mal verloren, 5 Mal vorzeitig. Zu knacken ist er. So, die letzten Sekunden in Runde 1 und die kann man durchaus dem Marcos Antonio Ahumada geben, der ja mehr gemacht hat, häufiger geschlagen und auch die klaren Treffer gesetzt hat. Nummer 3 seines Landes, Nummer 142 in der Welt, der Ahumada. Lenroy Thomas, Nummer 79 in der Weltrangliste, 2 Plätze hinter Michael Wallisch. Profi seit 2011, Marcos Antonio Ahumada. Hat auch schon eine Ewigkeit dabei, 10 Jahre. Lenroy Thomas sogar schon seit 2006. Naja, und wenn er auch mal was machen will, der Thomas mit 36 Jahren, dann muss er so langsam sich sputen. Und vor allen Dingen darf man den Ahumada nicht unterschätzen. Yes.
1,01 Meter hat er, der Leroy Thomas. Wechselt auch mal hier seine Auslage, mal rechts, mal links. Aber in der linken hat er Mordsfund. Eine Schlaghand. Aber das macht er gut. Der Marcus Antonio Almada geht da von der linken weg. Na, die zweite Runde hier bislang sehr ereignislos. Ja, ein bisschen mehr muss ich schon machen, der Lenroy. Hier noch in Konter rein. Guter Aufwärtshaken da von Omada. Ja, wirkt doch alles sehr tapsig, was er da zeigt. Oh, er ist auch noch weggeknickt. Gott sei Dank nichts passiert. Ja, so gewinnt man keine Runde, wenn man nicht schlägt. Man wollte noch mal angreifen. Das hat leider verpasst. Also die zweite Runde kann man auch dem Omada geben. Auch wenn er nicht viel gemacht hat, so ein kleines bisschen mehr war es schon. Ja, die können zufrieden sein hier, die Argentinier. Das hat bislang ganz gut hingehauen. Er ist beweglicher. Beinarbeit ist ganz gut. Das hat man auch vorhin schon gesehen, als er in den Ring gekommen ist. Tanzen kann er auch. Und das tut ihm natürlich gegen ein Kraftpaket wie diesen Lenroy Thomas, der nicht gerade der beweglichste einer ist. Sehr. 2014 hat er schon mal gegen Kevin Lerena geboxt, der Omada aus Südafrika, amtierende EBO-Weltmeister im Cruisergewicht. Punktniederlage, also hat er auch über die Zeit gerettet. Das muss man gegen den Lerena erstmal schaffen. War allerdings noch im Cruisergewicht. Das Problem von Thomas ist, er ist einfach zu langsam bislang. Und seine Schläge noch zu ungenau. Also er hat noch nie richtig getroffen in dem Kampf. Ich müsste jetzt mal dem Omada den Weg abschneiden, ihn irgendwie da an den Ringseilen stellen und dann mal mit seinen Haken bearbeiten. So, ja, so ungefähr kann es aussehen. Mal dranbleiben. Ja, dann bleibt recht. Gut, zwei, drei Mal wieder durchgekommen. Das sind die hammerharten Treffer, aber immerhin zählt. Und wenn er so beweglich bleibt, der Omada, dann kann das noch eine Zeit lang gehen hier.
Elfmeter. So funktioniert's. Das müsste der Lennart Thomas auch mal machen. Hat ihn runtergedrückt. War bislang nicht viel Arbeit für Marco Morales, den dritten Mann im Ring. Ja, Hinterkopf. Ja, ja. Schlag auf den Hinterkopf. Kann er jetzt mit dem Kopf schütteln, wie er will, der Lennroy Thomas? Okay, weiß nicht. Aber ich habe auch einen Eindruck, so langsam schwinden auch die Kräfte bei Omada. Kam ihm gerade mal recht. Was macht der Marco Morales? Schickt ihn erstmal in die neutrale Ecke, was? Naja, also mal ermahnen wird man den Lennroy Thomas schon mal können. Ja, jetzt ist natürlich sein Element und Bums macht's. Hey, 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 komm. Schön die Nerven behalten. Oh, da wird nicht mehr angezählt. Weggerutscht. Ja, da war doch mal was los in der Runde. Jetzt kommt dann natürlich der Lennroy Thomas. Da haben wir mal richtig Würze und Pfeffer drin hier in dem Kampf, die letzte Minute. Ja, Omada war sauer, wegen des Schlages auf den Hinterkopf, zu Recht in meinen Augen. Und dann hat der Thomas natürlich gesagt, so, das füllt sich jetzt mal aus. Und dann wuchtet er, ja, stimmt, war keine Schlagwirkung. Ist auch umgedrückt worden. Ja, aber so ist auch mal ein bisschen... Bisschen Zunder drin in den Kampf. Bin mal gespannt, ob das tatsächlich jetzt nur meine Wahrnehmung ist, dass er hier kräftemäßig so langsam nachlässt. Oder ob es tatsächlich so ist. Hat auch schon mal lange Pause eingelegt, der Lennroy Thomas 2010 bis 2013. 2017 dann überraschend den Sieg über den damaligen englischen Nachwuchs. Mann, die große Hoffnung, David Allen. Dabei holt er sich den Kampfweltstitel. Na, jetzt versucht er es hier mit brachialer Gewalt. Und er muss einfach wieder beweglich bleiben, der Omada. Sonst hat er da keine Chance. Gegen die Muskelberge. Naja, also das sieht nicht mehr allzu leichtfüßig aus, was Omada da macht. Und der Lennroy Thomas hat das Blut geleckt. Aber fair von Lennroy Thomas, dass er ihn eine verbraten hat, nachdem er dann ihm vorbeigeschossen ist. Also der Omada, der wirkt es gerade so, als ob da irgendwo ein Stecker gezogen ist. Naja, er geht natürlich auch mit dem Kopf nach vorne und dann kann man da schon mal eine kriegen auf den Hinterkopf. Also langsam einen richtig guten Unterhaltungswert der Kampf, da war ein bisschen Catching dabei. Da muss er aufpassen, jetzt der Morales, dass ihm das Ganze hier nicht aus den Händen gleitet.
haut sie fast auf an der Wucht des eigenen Schlages von den Füßen. Da hängt er jetzt in der Ringecke. Ja, das ist ein gutes Kämpfchen. Haben wir schon einiges erlebt heute Abend. Eine Boxerin, die nicht aufhören wollte, sondern weiter boxen, obwohl sie 4 Runden einstecken musste. Aber jetzt hier hinterher. Und da sagt der Moral, ist Schluss, warum? Keine Ahnung, Schlagwirkung war in meinen Augen also auch nicht. Der Lenroy, der diskutiert mal hier mit dem Ringfotografen. Und jetzt? Also warum der Kampf jetzt abgebrochen wird, das, keine Ahnung. Entzieht sich jetzt ein bisschen meinen Kenntnissen, also es war nur keine Schlagwirkung. Gut, dann musst du da am Boden. Ja, ist so vorbei, dieser Kampf. Der viel Lustiges eigentlich gebracht hat. Eine tolle Leistung war es nicht von Lenroy Thomas. Da muss er sich schon auch anstrengen, wenn er in der Weltrangliste da weiter nach vorne kommen möchte. Und der Armada, der muss sich überlegen, ob das tatsächlich seine Gewichtsklasse ist. Das Schwergewicht, Britscher-Gewicht, wie gesagt, WBC. World Boxing Council bietet das ja an, da kann er mitmachen. Er hat ja am Anfang gute Szenen gehabt. Und dann gingen aber langsam die Kräfte aus. Und man sollte halt, wenn man 8 Runden Kampf hat, auch zumindest mal für 8 Runden die Power haben. Da würde ich auch Michael Wallisch zeigte, wo es lang ging. Und jüngst den favorisierten Muschelberg Daniel Dubois besiegt hat. Und da hat auch schon Weltklasse Leute vor den Fäusten gehabt. Also das Urteil. Ja, Omada nimmt gelassen. Weltmeister wird er nicht mehr, das weiß er selber. Also, lässt man doch Kampf gewinnen und Interview jetzt Kai Petzmann mit dem Sieger. The whole team, Austin, Jim, your whole life, everybody, man.